Hallo Philipp, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, hallo, ich bin Philipp Mimkes. Ich arbeite seit knapp 8 Jahren bei Fion als Geschäftsführer. Ich bin von der Ausbildung her Diplomphysiker, habe danach lange konzernkritische Initiativen unterstützt. Was mir sofort aufgefallen ist, wie selbstständig das ganze Team von Fion Deutschland arbeitet. Wo ist da deine Rolle als Chef? Ja, wir haben flache Hierarchien bei uns. Wir haben erfahrene Referentinnen und Referenten, die mit uns die Ziele diskutieren. Mit uns meine ich jetzt mich als Geschäftsführer und den Vorstand. Aber ich versuche natürlich schon bei den wichtigen Entwicklungen Bescheid zu wissen, wer arbeitet wo dran, was ist gerade im Vordergrund, wo sind die Knackpunkte. Ich bin ja dran an der Projektentwicklung, Projektbegleitung, Finanzakquise, Finanzplanung, auch Personalfragen. Öffentlichkeitsarbeit ist dann auch noch bei mir so ein bisschen reingerutscht. Aber bei all diesen Tätigkeiten arbeite ich natürlich eng mit den Referentinnen und Referenten zusammen, die beim Fundraising sich dann beteiligen oder in der Öffentlichkeitsarbeit beteiligen oder natürlich bei der Projektentwicklung. Du hattest gesagt, dass du auch in dem Thema Finanzen viel drin bist. Wofür gibt Fion Deutschland denn so Geld aus? Teuer ist natürlich die Fallarbeit, Recherchen in den Ländern des Südens. Sie sind aber zum einen so ein bisschen das Markenzeichen von Fion. Darauf beruht so ein bisschen auch unsere Glaubwürdigkeit. Und Fallarbeit heißt eigentlich immer, sich mit Mächtigeren, mit wirtschaftlich Mächtigen anzulegen. Und das sind immer Prozesse, die lange dauern, wo es Rückschläge gibt, wo man am Ball bleiben muss. Und das geht tatsächlich nur, wenn man das Vertrauen der Betroffenen erlangt. Und das reicht nicht, da mal 3 E-Mails zu schreiben. Das geht nur, wenn man dort ist, und zwar oft dort ist, die persönlichen Kontakte aufbaut, Vertrauen erwirbt, indem die Betroffenen auch merken, okay, die setzen sich wirklich für uns ein und die bleiben auch am Ball. Dafür benötigen wir natürlich auch eine gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit, das uns erlauben zu können, das finanzieren zu können. Geht nicht immer über Projekte oder offizielle Fördermittel, weil wir natürlich damit auch manchmal wirtschaftlich mächtigen, einflussreichen auch vors Schienbein treten und das natürlich nicht immer gewünscht ist. Und dafür brauchen wir eine finanzielle Unabhängigkeit. Die ganz freie Arbeit, dorthin zu gehen, wo wir als Fion meinen, das ist menschenrechtlich wichtig, das können wir deswegen, weil wir zum Glück eine treue Mitgliedschaft haben, treue Unterstützerinnen und Unterstützer haben, die uns das ermöglichen. Da kann Fion schon sehr stolz drauf sein. Also wir finanzieren uns zu mehr als 50% selber. Das heißt, bei diesen 50% sind wir eigentlich nur uns selber und der Öffentlichkeit und den Betroffenen gegenüber rechenschaftspflichtig. Was tun wir? Auch unseren Spenderinnen natürlich. Aber wir sind keinem Geldgeber, keinem Ministerium dafür rechenschaftspflichtig. Anschließend daran, gibt es irgendwelche persönlichen Erfolge in der Menschenrechtsarbeit, die dir Hoffnung geben? Hoffnung gibt, wenn man Betroffene kennenlernt und auch deren Kampfgeist und Widerstandsgeist und dass die trotz widriger Bedingungen dann oft ungebrochen sind. Das ist schon motivierend und das sind schon ganz besondere Situationen. Jetzt würde ich gerne auch noch ein bisschen über dich selber reden. Und als erstes würde ich dich fragen, was dich motiviert hat, dich beruflich für Menschenrechte einzusetzen. Ja, ich wollte mich schon immer politisch engagieren. Es war mir schon immer wichtig, die Kehrseiten unseres Reichtums hier, die Ungerechtigkeiten, die Ausbeutung in der Welt auch deutlich zu machen und möglichst dagegen mich zu engagieren. Ja, das demokratische Prinzip One Man, One Vote oder One Woman, One Vote, dem Genüge zu tun, dass es nicht One Dollar, One Vote heißt, was es ja sehr häufig ist. Und da ist Menschenrechtsarbeit schon sehr gut geeignet für. Wir werden in den Ministerien, wir werden in der Öffentlichkeit wahrgenommen und das ist dann schon auch motivierend, wenn das gelingt, Themen zu platzieren und mitunter auch Veränderungen auch beizutragen. Abschließend würde ich dich gerne noch fragen, angenommen, du könntest einen Wunsch stellen an jeden Entscheidungsträger, an jede Entscheidungsträgerin auf dieser Welt. Dieser Wunsch dürfte nicht abgelehnt werden. Was würdest du dir wünschen? Tja, wenn ich mir Zeit lassen will, dann hole ich ein bisschen aus. Gerne. Wir haben ja diese Woche 75 Jahre allgemeine Menschenrechtserklärung. Das ist ja schon auch ein toller Tag und die Allgemeine Erklärung ist nicht nur ein Stück Papier, sondern sie ist ja wirklich das Resultat von jahrhundertelangen Kämpfen, sozialen Kämpfen, kann man sagen, von Revolutionen, von Aufbegehren gegen Ungerechtigkeit, von vielen Menschen, die dafür auch ihr Leben
gelassen haben. Und in dieser Tradition stehen wir. Und wenn ich dann einen Wunsch hätte, wäre, dass die Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen, denen Gehör zu schenken, die ernst zu nehmen, die einzubinden in politische Prozesse, in wirtschaftliche Prozesse, nicht über die hinweg zu urteilen, hinweg zu entscheiden, sondern die in den Mittelpunkt politischer Prozesse zu stellen. Denn die wissen sehr oft sehr genau, wo es hakt, wo die Probleme sind und wo auch Verbesserungsmöglichkeiten sind. Vielen lieben Dank für diese sehr ausführlichen Antworten und für deine Zeit. Alles klar, dann vielen Dank. Danke sehr.